Drosten. Und jetzt muss ich hier doch wieder solche mahnenden Dinge sagen. Und das aus diesem dummen Grund, weil wir die Impfquote nicht erreicht haben. Es ist wirklich so, dass man schon sagen kann, auch mit dem Delta-Virus ist das zu schaffen. Also wenn wir eine Impfquote von 90-95% schaffen würden, das ist leider im Moment Utopie. Ich frage mich eigentlich, warum? Dann könnte man diese Pandemie wegimpfen, dann würden wir zum Herbst und Winter hin wirklich das schaffen, was die Impfung eigentlich schaffen kann, nämlich uns über diese Schwelle zu einem endemischen Zustand zu helfen. mdr.de Wissen. Impfmüdigkeit. Erhöht eine halb geimpfte Gesellschaft das Mutationsrisiko? Stand 18. Juli 2021. Nach monatelanger Mangelwirtschaft gibt es in Deutschland jetzt genug Impfstoffe für alle. Eigentlich eine gute Nachricht, denn um die Delta-Variante zu stoppen, braucht es eine Impfquote von mindestens 85%. Auch bei den jüngeren Leuten schätzt das RKI. Doch ob das erreicht werden kann, ist fraglich, denn die Impfungen laufen schleppender. Die Impfmüdigkeit hat offenbar Einzug enthalten. Steht hier. Aber eine halb geimpfte Bevölkerung könnte zum Problem werden, warnen Fachleute. Denn eine Umgebung, in der die eine Hälfte der Population immunisiert ist und die andere nicht, könnte in ihren Augen weitere problematische Mutationen des SARS-CoV-2-Virus begünstigen, die Killer-Virus-Variante. Und tatsächlich wäre das auch im Forschungslabor genau die Umgebung, die man schaffen würde, um ein Virus zu mutieren zu bewegen. Wie groß wäre also die Gefahr, dass sich in einer halb geimpften Bevölkerung womöglich sogenannte Fluchtmutationen ausbilden? Als Fluchtmutation oder Escape-Mutation werden Virusmutationen bezeichnet, die dafür sorgen, dass ein Virus der Immunantwort seines Wirtes entwischen kann. Der wesentliche Faktor hier sei, wie viel Virus zirkuliere. Professor Mirko Drilling, Virologe am Universitätsklinikum Essen, sagt: Eine Situation, in der die Bevölkerung nur teilweise geimpft ist, birgt leider eine spezielle Gefahr, weil sich das Virus in der ungeimpften Gruppe vermehrt, wobei es zufällig immer wieder zu geringfügigen Änderungen des Virus kommt. In dem anderen Teil der Bevölkerung, auf den das Virus von den Ungeimpften überspringt, teste das Virus, ob die Veränderungen ihm helfen, Genesene oder Geimpfte zu infizieren. Noch schlimmer wird die Situation, wenn die Geimpften durch unvollständige Impfungen, nicht abgeschlossene Grundimmunisierung, auch nur eine unvollständige Barriere darstellen. Damit dressiere man das Virus geradezu hin zu einer Umgehung von Immun- und Impfantworten, so Drilling. Dass es in einem Impfprogramm zu solchen Phasen partiellen Schutzes kommt, lässt sich nicht vermeiden, da man nicht alle Menschen gleichzeitig impfen kann. Wir haben es aber in der Hand, wie lange diese Phase andauert. Wenn wir uns möglichst vollständig und zügig impfen, alle 3 Monate die ganze Bevölkerung scheinbar, und zweitimpfen ließen zur damaligen Situation, werde die Gefahr deutlich geringer, erläutert der Essener Virologe. Schnelles Impfen ist also besser, viel besser als langsames Impfen. Natürlich ist beides besser als gar nicht impfen. Besonders wichtig ist es, dass die Menschen sich auch ihre zweite Impfung geben lassen, ihre Grundimmunisierung abschließen, so erläuterte der Virologe Florian Krammer, dass eine weit verbreitete Verzögerung der zweiten Dosis einen Pool von Millionen von Menschen schaffen könnte, die zwar genug Antikörper hätten, um nicht zu erkranken, aber nicht genug, um das Virus abzutöten. Das wäre dann eine ideale Umgebung für die Entstehung von impfstoffresistenten Stämmen. Allerdings heißt das nicht, dass eine halb geimpfte Bevölkerung automatisch zur Ausbildung einer Immunflucht führen müsse. Das ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit, erläutert der Dresdner Virologe Professor Alexander Dahlbke. Eine unzureichend geimpfte
Bevölkerung befördere solche Varianten nicht zielgerichtet, ist gleich notwendig. Er teilt die Befürchtung, dass sich neue Fluchtmutationen ausbilden könnten, die dem Immunsystem komplett entkommen, eher nicht in dem Ausmaß. Dahlke versucht, die Impfeffektivität zu retten. Impfung schützt. Es gebe da aber bestimmt unterschiedliche Ansichten unter den Fachleuten, ergänzte. Aber genau weiß er es nicht, weil es gebe ja da bestimmt, aber nicht bestimmte, sondern bestimmt gibt es da auch andere Meinungen.